Herzlich willkommen beim Mittelsmorgensblogger der Welt. Heute geht es um Promi-BB 2019. Die neue Staffel Big Brother geht los und Zlatko ist mit dabei. Und das soll heute das Thema sein. Zu Beginn des Videos möchte ich euch aber darum bitten, diesen Kanal entweder zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, beziehungsweise die Glocke noch zusätzlich zu drücken, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn es scheint alleine zu abonnieren nicht mehr auszureichen. Momentan zumindest auf YouTube. Zumindest kommt mir das so vor. Und viele berichten auch darüber, dass sie meine Videos gar nicht mehr vorgeschlagen bekommen, beziehungsweise auch die Abo-Box nicht funktioniert, wenn man nicht alles andrückt. Also wäre das sehr cool von euch. Vielen Dank. Vielleicht haben es ja einige von euch schon mitbekommen, die neue Staffel Promi Big Brother hat angefangen und viele von euch haben sich dieses Thema auch gewünscht, von daher mache ich das auch sehr gerne für euch. Und ein alter Bekannter macht diesmal mit, Zlatko, der ist sehr bekannt aus der ersten Staffel. Viele von euch kennen ihn vielleicht gar nicht, aber damals war er eine ganz große Nummer und das meine ich auch gar nicht ironisch, denn er hat 2 Nummer 1 Hits damals gehabt. Hunderttausende Schallplatten verkauft und CDs, also er ist auch Gold und Platin damals gegangen, also nicht nur mit Streams, sondern wirklich auch mit gekauften CDs und auch zusammen mit seinem Kumpel Jürgen hat er auch ein Nummer 1 Hit damals gehabt und das Ganze ist damals ja gut 1-2 Jahre ziemlich erfolgreich bei ihm gelaufen, er hat auch im Fernsehen öfters Auftritte gehabt, aber dann wurde es ziemlich ruhig um ihn, man hat sich dann auch die letzten Jahre immer gefragt, was wurde eigentlich aus Zlatko, weil sein Kumpel Jürgen ja nach wie vor immer mal im Fernsehen aktiv ist, hat man sich immer gefragt, ja, wo ist denn Zlatko? Und 2017, so hat auch die Bild geschrieben, wurde Zlatko schon mal für Promi Big Brother 200.000 Euro an Gage geboten. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist er damals nicht gegangen und warum ist er jetzt gegangen? Und es war auch beim Einzug zu hören, dass das Geld schon ein großer Grund für ihn war. Also scheint ihm noch mehr geboten worden zu sein. Das ist auf jeden Fall relativ deutlich geworden, denn er wird wahrscheinlich gut 200.000 bis 300.000 Euro diesmal für diesen Einzug bekommen haben. Das ist zumindest meine Schätzung. Er hat es wahrscheinlich auch gar nicht nötig, überhaupt dort mitzumachen, denn er dürfte durch die ganzen CD-Verkäufe von damals und die ganzen TV-Auftritte sehr viel Geld noch über haben. Das ist zumindest meine Meinung und viele sagen jetzt vielleicht, okay, 200.000, 300.000 Euro sind viel zu viel Geld für einen Zlatko, das mag vielleicht hier und da auch stimmen, aber wenn man mal sich die anderen Gagen so anguckt, könnte es schon realistisch sein, dass er diese Gage auch bekommen hat. Leider sind bis dato noch relativ wenig Gagen von Promi BB 2019 im Umlauf, aber Ginger Castello-Wollersheim, die ich bis dato auch überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, bekommt angeblich 55.000 Euro laut der Bild für ihre Teilnahme und die kannte man bis dato, glaube ich, überhaupt nicht, sondern man ist sehr, sehr oft jetzt auf Promi Flash und Co. aktiv. Aber von der habe ich bis dato noch nichts gehört. Also es ist relativ realistisch, dass jemand, der Gold- und Platin-Schallplatten vor 20 Jahren bekommen hat und auch mit BB quasi groß geworden ist, eine so große Summe bekommen hat. Die Quoten waren ja auch enorm gut die letzten Tage und ich vermute schon, dass diese 200.000 bis 300.000 Euro wirklich geflossen sein könnten. Wie gesagt, ganz genau kann das nur der Buchhalter von ihm bzw. ja selber wissen, auch wenn in Zukunft nochmal genauere Zahlen vielleicht rauskommen, aber ich denke 200.000 bis 300.000 Euro werden das gewesen sein. Ich denke, Zlatko hat aufgrund des relativ schwachen Teilnehmerfeldes auch die besten Chancen zu gewinnen. Viele gönnen ihm den Sieg, weil er halt, wie gesagt, die erste Staffel geprägt hat und nie gewonnen hatte. Von daher glaube ich schon, dass viele ihm auch den Sieg gönnen. Gerade auch die, die BB gucken, sind quasi auch mit ihm ein wenig aufgewachsen in der ersten Staffel. Und ich vermute, er hat ganz große Chancen. Ich denke auch, dass Joey sehr gute Chancen haben wird, aber aufgrund dieses schwachen Teilnehmerfeldes, wenn sich Zlatko einigermaßen gut verkauft, keine großen Ausraste hat und sich einfach auch in den Spielen gut behauptet, denke ich, wird er auch am Ende gewinnen und die 100.000 Euro dort auch noch mitnehmen. Wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Ich fand ihn, wie gesagt, damals schon ganz lustig und sympathisch und er scheint auf jeden Fall auch, ja, reifer geworden zu sein und ja, sehr bedacht in seinen Aussagen mittlerweile. Das ist zumindest mein Empfinden. Auf jeden Fall wirkt er noch sehr sympathisch auf mich, bislang zumindest. Ihr könnt eure Meinung gerne sachlich unten reinschreiben. Lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da und drückt die Glocke. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald und ciao, ciao.